verbrannte die Frau im Dunkeln. Sie kennen das. Man liegt so ein bisschen faul und müßig am Strand auf seiner Matte rum und beobachtet die anderen und denkt sich dazu Geschichten aus. So tut das auch Leda, die Protagonistin in einem frühen Roman von Elena Ferrante. Sie ist Ende 40, getrennt lebend, erfolgreich, an der Hochschule tätig und sie spannt aus am Strand. Und sie beobachtet ganz intensiv eine junge Frau und ihre kleine Tochter, die sie anfänglich mit sehr viel Wohlwollen, Sympathie und Sentimentalität begleitet. Und wir spüren aber ganz deutlich, dass sich sehr bald da viel Projektion mit einmischt, dass da Unverarbeitetes hochkommt. Elena Ferrante hat hier die Bestsellerlisten erobert mit Meine geniale Freundin. Ich finde diesen frühen Roman von ihr einerseits viel prägnanter, viel klarer und auch ehrlicherweise ein bisschen boshaft und sehr, sehr schonungslos. Kommt auf meine persönliche Bestsellerliste.